Hallo und herzlich willkommen zu OrgaTV und zwar zu unserer letzten Sendung im Wintersemester 2008-2009. Ausnahmsweise bin ich mal wieder hier, wie ausnahmsweise so oft in diesem Semester. An meiner Seite, vielleicht kennt ihr sie noch, Alexandra Zimmelung, die letztes Semester mit mir und anderen OrgaTV gemacht hat. Hi Alex, Hi, schön, dass du da bist. freut mich auch sehr. Wir stoßen einfach direkt mal an, weil wir sagen, letzte Sendung ist Grund zu feiern und wir haben eh immer einen Grund zu feiern, vor allem Richtig. weil unsere ATV-Zeit so schön war, ne? Absolut. Prost. Prost. Kannst du dich ja noch zurückerinnern, wie ATV für dich war? OrgaTV war für mich prägend, weil ich ja sowieso in diese Branche will. Also in die seriöse Branche, um irgendwelche, ne, Spitzenbemerkungen vorwegzunehmen. Welche Von daher, Spitzenbemerkungen? deinerseits, Ich, ja. noch nie Nee, welche, ja. noch nie welche Genau, gekommen. genau. Und ja, es war eine tolle Erfahrung mit euch. Wir waren ja die Chaoten-Clique schlechthin. Viele Pannen, sehr, sehr viele Pannen, noch mehr Pannen, oder, Also ich habe Manuel? keine einzige Panne Ja, live gesehen. du hast recht, ja, absolut. Also. Ich. Nein, stimmt schon. Ja, also war eine super Zeit, oder? Klar. Aber ich denke mal, es gibt da noch eine Aufnahme von dir, wo du noch viel emotionaler warst. Das war kurz vor unserer letzten Sendung im letzten Semester. Und wir schauen uns einfach mal an, was du damals rückblickend über OrgaTV gesagt hast. OrgaTV war für mich eines der schönsten Semester überhaupt. So viel Praxis kennt man ja normalerweise an der Uni nicht. Ich habe vier tolle Menschen getroffen, mit denen ich hoffentlich in Kontakt bleibe. Was ich auf jeden Fall gelernt habe, ist 50 die falschen Schuhe trägt, um Frauen klarzumachen. Dass Manuel und Shaila eine Art Hassliebe aufgebaut haben und dass man Julia unbedingt in die Augen gucken muss, egal was man ihr vermitteln möchte. Die schönsten Momente waren auf jeden Fall der Dreh des Kinospots, vor allem im 603. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben sehr viel gelacht, generell hier bei OrgaTV. Natürlich haben wir uns auch sehr viel angezickt und ist klar, wenn fünf Menschen auf so engem Raum hier zusammenarbeiten und Pflichten verteilt werden, weiter. Aber es hat alles gut geklappt, es ist alles immer gut ausgegangen und obwohl wir immer 5 Minuten vor der Sendung mit allem fertig geworden sind, hat alles wirklich hundertprozentig geklappt. Da muss man auf jeden Fall Björn Geres danken und seinen Nerven, woher er die auch immer nimmt. Ja, und ich würde es auf alle Fälle wieder machen und ja, vielen Dank an die das ermöglicht haben. Ja, Alex. Ja, ein erfolgreiches Semester war das, das wir hinter uns gelassen haben, Manuel, findest du nicht? Ja, für mich sowieso. Für mich war es sehr lehrreich. Was war denn für dich die absolut spannendste Erfahrung letztes Semester? Euch ertragen zu können. Falsche Antwort. Nein, was Warum war fällt los? dir was ein? Fällt dir was ein? Ich musste letzte Woche, nee, vor 2 Wochen musste ich schon darüber reden, was so meine prägendsten Erfahrungen waren Ja, von dann sag doch einfach ATV. das Gleiche nochmal. Ja, weiß nicht. Also außer diesen vielen Stress und diese vielen Anforderungen und dieses tolle Teamwork habe ich so von den Beiträgen noch in Erinnerung das Riesenschnitzel. Ja, das überrascht mich sehr, Manuel. Ja. Völlig, also für die Leute, die noch nicht ganz wissen, wie Manuel tickt. Ja, Manuel ist fresssüchtig. Und zwar hat er eine kleine Leidenschaft für alle Arten von Schnitzeln. Manuel, möchtest du dich kurz dazu äußern? Und Wie Gummibärchen. war das für dich, dieses Riesenschnitzel? War das jetzt dein Traum? War das deine Erfüllung? Gibt es noch etwas Größeres in deinem Leben, Manuel? Ja, ein größeres Schnitzel. Nee, das Schnitzel hat ja gar nicht geschmeckt. Das Viel lieber. sollten wir doch nicht sagen, Manuel. Ah, nee, habe ich aber ich damals schon in der Sendung, dass das Schnitzel nicht so lecker war. Nee. Oder? Auf jeden Fall habe ich bei meiner Zeit bei OrgaTV mit Sicherheit mehrere Kilo Gummibärchen gefuttert und mach's immer noch, wie man sieht. Man sieht es, Manuel, man sieht es. Ja, Du brauchst danke, das nicht danke. erwähnen. Und deswegen wäre ich ein viel besserer Haribo-Werbepartner als Thomas Gottschalk. Und da ich ja auch jetzt durch Funk und Fernsehen berühmt bin, hier jetzt also der Aufruf an Haribo, mich künftig mit Millionen
Gummibärchen und Euro vollzuschmeißen. Vielen Dank übrigens, dass du mir diese Gummibärchen auch angeboten hast, mir als Studiogast. Du hast dich früher immer geweigert, Gummibärchen zu essen. Das ist aber überhaupt nicht wahr. Ich wusste nicht, dass du dich in dieser kurzen Zeit so verändert hast. Also greif zu. Von mir aus kannst du es auch gerne quasi nehmen. Und nein, so. Ich werde dir dein täglich Brot auch nicht wegnehmen, Manuel. Du hast erst 450 Gramm gegessen, das reicht nicht. Also für mich... Das Allerspannendste waren die Go-Karts da, diese Straßenkarts. Fand ich super toll. War schön. Obwohl ich nicht mitmachen durfte, weil ich hatte ja meinen Führerschein nicht dabei. Blöd, aber dafür hatte ich Christian Müllers Auto. Genau, man darf es ja gar nicht sagen, dass du dann trotzdem gefahren bist, ne? Also Auto gefahren bist, ohne Führerschein dabei. Danke. Sagen wir auch gar nicht. Gut, dass wir das nicht erwähnt haben. Jetzt, aber mal was anderes. Jetzt ist ja Orga-TV für dich vorbei, ist schon seit einem Semester. Was kam nach Orga-TV für dich? Ja, ich bin wieder ganz normal ins Studium eingestiegen, war sehr schwer, weil wenn man jeden Tag 12 bis 14 Stunden hier in diesem Studio verbringt, dann plötzlich sich auf den normalen Studienalltag wieder einzustellen, war schwierig und ich habe es sehr vermisst. Also auch wenn wir wirklich viel Stress hatten und wenn wir immer versucht haben, irgendwas zu organisieren, irgendwas immer nicht da war, irgendwas immer kaputt war, war es doch wirklich sehr spannend und ich kann das jedem empfehlen, mal so eine Erfahrung zu machen. Und wie weit bist du jetzt im Studium, auch trotz des Semesters Orga-TV? Ja, ich habe heute meine mündliche Zwischenprüfung bestanden mit 1. Oh Gott, echt? Ja. Und das nur wegen Orga-TV? Nur wegen, aber das natürlich. Ich habe hier so viel gelernt, auch fürs Leben. Ich könnte jetzt zum Beispiel... Von mir oder? Auch von dir, ja. Ich könnte dank dir mit dem Rucksack und den hässlichsten Schuhen, die ich je gesehen habe, durch Australien wandern zum Beispiel. Ich hab neue Schuhe. Ich weiß, ich habe sie gesehen, ich wollte nichts sagen. Aber noch andere neue Schuhe, die habe ich jetzt nicht dabei. Manuel, ich habe noch deine Krawatte, oder? Ah nein, du hast sie wieder, oder? Ich habe sie, glaube ich. Ich meine ja, mal. Manuel hat einen kleinen Strip für mich hingelegt und dann ist die Krawatte übrig geblieben. Habe ich nicht. Hast du doch? Hab ich nicht. Sei ehrlich. Ich habe doch für dich nicht gestrippt. Also wir werden später noch darauf zurückkommen, wie Manuel eigentlich tickt. Was? Was? Wieso? Studium vorbei. Was willst du denn jetzt eigentlich machen? Studium noch nicht vorbei. Mündliche Zwischenprüfung, ja, wie ich erwähnt habe. Ja, das ist doch an die Zwischenprüfung. Dann dauert es noch 2 Jahre oder was? Ja, ich glaube, also wenn ich mich daran halte, ein Jahr, wenn es ansonsten 1,5. Und danach würde ich gerne ein Volontariat machen und dann in die Journalismusbranche einsteigen. War dir das schon vor Orga-TV klar oder wurde es erst durch Orga-TV klar? Nee, das war mir schon klar, als ich 5 Jahre alt war. Ich laber gerne, ich schreibe noch viel lieber. Von daher Mode interessiert mich sehr, Modejournalismus wäre super. Also dann entweder rennst du für exklusiv über einen roten Teppich oder du schreibst für die Vogue. Nein, ich schreibe für InStyle. InStyle, ja. Hat das was mit InTouch zu tun? Nein, oder gar nichts. InStyle, wie der Name schon sagt. Mode? Style, in aber Manuel, dass du das nicht kennst, ich weiß. Dass ich was nicht kenne? Style? More oder? Style is better style, sagt dir das was? Oder? Ja. Du kennst den Playboy auch nicht, oder? Den Playboy kenne ich. Ich habe übrigens gerade einen Bericht darüber gesehen, dass die Sandy Meyer-Wölden da sich nackig gemacht hat, weil... Für die interessiert sich ja niemand mehr. Aber wer will denn das sehen? Ja, aber es sieht schon nicht schlecht aus. War ja auch schon Boris Becker dran. Also, wer will denn? Das heißt, naja. Nehmen wir an, Sandy Meyer-Wölden würde sich jetzt zum Beispiel für das nächste Semester hier jetzt ankündigen, für Orga-TV als Praktikantin. Was würdest du tun? Ich würde den Lehrstuhl fragen, ob sie das ernsthaft in Erwägung ziehen. Und falls ja, würde ich sagen... Ja, wieso? Das habt ihr doch auch nicht nötig, dann so tief zu sinken. Ehrlich? Meinst du nicht, das würde irgendwie die Einschaltquoten ein bisschen in die Höhe treiben? Ja, vielleicht für 10 Minuten und auch nur, wenn sie das gleiche zeigt, was sie dann im Playboy gezeigt hat. Ansonsten will die doch keiner sehen. Gut, aber wenn wir das auch geklärt. Wenn wir jetzt auch gerade hier über irgendwelche Stars tratschen, ich war ja auf dem Max Ophüls, mehr oder weniger privat, und da hat mich, ich nenne jetzt extra keinen Namen, weil ich will hier niemanden in die Pfanne hauen, aber es war doch interessant, als mich doch ein relativ bekannter Deutscher, es ist schon kein Nachwuchsschauspieler mehr, man kann schon sagen, er gehört zu mehr zur deutschen Schauspielriege an, als er mich doch gefragt hat, nachts um 5, du sag mal... bist du nicht der jetzt Mann? Mal, nee, du sag mal jetzt mal ehrlich, wo gibt es denn hier jetzt noch Frauen? Also ich meine jetzt nicht Puff oder so, aber trotzdem so noch was zum Abschleppen. An sich ja nichts Verwerfliches, hätte ich dann den Ehering nicht entdeckt. Nein. Jetzt musst du aber auch verraten, wer es war. Nee, kann ich nicht. Das wäre dann
dann würde Aussage gegen Aussage stehen, weil ich habe ja jetzt keine Zeugen dafür, für diesen Spruch. Mhm. Ja, ich habe ihn dann, es war erst 4:30, ich habe ihn dann ins Blau geschickt. Blau? Donnerstags. Wen möchte, ja, Blau, Donnerstags. Mich ärgert es aber immer gay. Noch, das kam mir echt gay, dann war es ja falsch, fast richtig, denn mich ärgert es noch, im Nachhinein habe ich gedacht, ey, hättest du doch gesagt, fahr ins Boots. Ja. Ist ja kein Sinn. Das wäre richtig. Obwohl, vielleicht hätte dann Geschmack getroffen. Gut, aber ich habe ihm auch noch Bauernschenk genannt. Vielleicht ist er auch da noch gelandet. Aber der einfachste Weg, so um diese Uhrzeit was abzuholen, ist ja eigentlich, ich traue es mich kaum zu sagen, weil ich dachte, bin Typ Number One. Donnerstags hat er doch gar nicht. Ach, auf, Donnerstags oder? Nicht, nee, tatsächlich. Donnerstag es war auch kein so Yuppie-Schauspieler. Also, es war mehr so ein smoother Typ, ne? So. Lässig, so jetzt sag's, so, Manuel, so. Ich halte es nicht mehr aus, bitte. Nee, ich kann es nicht sagen, Manuel, ich kann es ja nicht wirklich nicht sagen, zumal ich gar nicht weiß, wie er heißt. Also ich kenne ihn aus ein paar Filmen. Nenn mir einen Film. Ich nenne jetzt einfach mal 5 deutsche Filme und in einem dieser 5 Filme hat er mitgespielt. Wie blamieren oder kassieren? Nee, ich nenne jetzt 5 deutsche Filme, ohne zu sagen, welcher es war. Ich nenne mal Das Boot, ich sag mal Lambok, ich sag mal Die fetten Jahre sind vorbei, ich sag mal, wie heißt denn noch, Bang Bang Bummer? Keine Ahnung. Bam Bam Bum Bam. Ich weiß, wer es ist. Moment. Und ein der sieht ja ein bisschen ähnlich, ne, wenn du einen Bart hast. Nee. Doch. Nee, es ist auf keinen Fall Moritz Bleibtreu, wenn das jetzt kommen sollte. Der war, glaube ich, nicht in Saarbrücken. Nein, aber ich fand den so toll. Ich hatte das jetzt nicht geglaubt. Soll ich jetzt noch einen 5. Film sagen? Weiß ich. Moritz Bleibtreu ist ein richtig toller. Ich sag mal als 5. Film noch kein Ohrhasen, da ich zumindest 5 deutsche Filme jetzt genannt habe. Gut, zu Til Schweiger wird es ja passen, aber der ist ja geschieden, ne? Der war auch nicht auf Max Ophüls. Wer war denn dort, verdammt? Ich ja, bin eine jetzt, schlechte Journalistin. Wenn du jetzt quasi aufarbeitest, welche Filme da angelaufen sind, könntest du vielleicht Glück haben und drüber stolpern. Mhm. Aber wir wollen es nicht so weit kommen lassen, dass ich jetzt den Namen verrate. Reden wir lieber nochmal über Orga-TV und über eine deiner Aufgaben im letzten Semester. Was war denn eine deiner Aufgaben? Ja, also ich habe zusammen mit meiner herzallerliebsten Bananenkönigin der Scheila, haben wir gemeinsam den Podcast gemacht. Das war sehr spannend, ne? Einmal die Caro aufnehmen, bearbeiten und so. Was haben wir noch gemacht? Ja, ich war hinten in der Regie und habe euch beiden beim Flirten zugeschaut. Live vor der Kamera, Scheila und ich geflirtet. Ja. Ja, genau das, so kann man es sagen, ja. Ja, genau. Ja, das waren die Aufgaben. Beiträge machen, Berichte drehen, ne, schneiden. Ja. Vodcast war eigentlich so die Sache, in der du aufgegangen bist. Richtig, die hat mich richtig gefordert. Zwar war ja das, was das der Journalist unbedingt beherrschen muss, das Recherchieren. Man muss für jede Woche ein neues spannendes Thema haben, eine neue spannende Internetseite, wovon man ausgeht, dass die Zuhörer, Zuschauer sich für interessieren. Texte schreiben, aufnehmen und so weiter. Aber ich glaube, werden wir gleich noch ein bisschen zu sehen. Ja, dann lass uns mal ein paar Sachen vom Podcast angucken. Du zwar nicht vor der Kamera, aber größtenteils hinter der Kamera. Und ich kann mich gut reinversetzen, ja. Genau, was sich da vor der Kamera teilweise abgespielt hat, was unsere Zuschauer aber nie gesehen haben, das gucken wir uns jetzt an. Vorsätze, ich kenne, ich mach's nochmal, na. Orga-TV. Oh nein. So lassen. Ne? Das war also ein kleiner Rückblick auf das Web 2.0-Jahr. Das Verbraucherportal. So, und dann haben wir Pause. Ja, macht euch ruhig lustig.
schon mal ein Ding. Aber schon einige Online-Shops, die bei uns verfolgt oder haben gelegt. Und dann hat man sich aufgeschafft, wie ich dann. Okay, alles klar. Oh Mann, ey. Läuft schon? Aber diese Outtakes, wie man damit produzieren kann. Aber was macht die Shopping-Plattform denn eigentlich? Aber soll er über, aber um über all das zu berichten, benötigt es eine Menge Zeit. Irrtümern auf den Grund gegangen. Einmal noch. Internet schauen? Wie hatte ich das denn vorhin? Und okay. Das Gute ist, dass ihr die ja immer alle löscht. Das habe ich ja schon mitgekriegt. Zeit haben. Nochmal. Diese fängt schon an. Das kann ich nicht machen. Okay. Alle guten Dinge sind dran. Zeit. Hallo, es dauert noch 2 Minuten. Ich habe schon vergessen, den ersten Tag. Aber dort. Ich gucke noch mal nach. Zu Beginn des Jahres. Und sage und schreibe 500 Euro. Oh Mann, ey, das kann man. Dieser Schokokeks ist so lecker. Ach Mann, ey. Irgendwie so, genau. Nochmal. Stellt sich endlich. Aber ich also nur noch die Frage, warum die großen Baumärkte diese Marktlücke nicht gesehen haben und anstelle von fachkompetenten Anleitungen lieber singende Mitarbeiter präsentieren. Und die richtige Antwort auf 1000 weitere Fragen. Der Schokoladenkeks schmeckt aber lecker. Oh, vielleicht sollte ich erstmal schauen, wie viel Kalorien der überhaupt hat. Besonders verständlich und weiter weiß ich es leider nicht mehr. Aktuell wäre die richtige Antwort gewesen. Ah! Mann! Oh Mann, ey! Okay, alles klar. Das war's von mir. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche. Bleibt mir treu. Tschüss. Ja, da sind wir wieder. Ja. Stoßen wir nochmal an. Stößchen. Auf uns. Und den Rest, der mal OrgaTV gemacht hat und dann noch machen wird. Und auf unser Team vom letzten Semester. Definitiv. Also Julia, Scheiler und auch Christian. Christian hieß er, ne? Christian, ja. Es war wohl Christian, oder? Nicht zu vergessen Björn Geres, den hier ja noch viele, viele Menschen kennen. Ja, Björn ist verschollen. Björn, wo bist du? Ultimative Super-Hiwi, der nach Ende seiner Hiwi-Zeit 10.000 Mal noch hier vorbeikommen wollte und niemals mehr hier war. Mit den Sexiest Hair Alive, muss man mal dazu sagen. Kein Björn der Welt sieht so sexy aus mit diesen Haaren und einem Mickey-Maus-T-Shirt. Muss man wirklich sagen, ne? T-Shirt, ja, hat er das gehabt? Ja, ein blaues, ein babyblaues. Manuel. Ich habe mir ihn nie so genau angeguckt. Ja. Wir Mädels schon, Manuel. Achso, ja, dann macht das ruhig, macht das ruhig. Das ist vollkommen legitim, wenn ihr das macht. Gut, Manuel, ich finde, wir sollten jetzt noch einige Praktiken werben. Ich ahne schon Schlimmes jetzt. Nein, ich meine zuallererst wirklich Werbung machen für Orga. Ach so, jetzt? Ganz am Ende kommt noch eine gute Werbung für Orga TV. Aber wir können ja kurz sagen, dass es einfach ganz toll ist.
Es ist ganz, Spaß. Ganz, ganz toll, ja. Und man lernt wirklich Dinge fürs Leben, oder? Ja. Also in solchen Stresssituationen war ich vorher selten. Also ich finde, man hat am Ende das, was man am Anfang nicht gesehen hat, da hat man viel mehr gewonnen als diese Fakten, die am Anfang kommen, die da wären, ein Freisemester, 6 Punkte für BWLer, Studiengebühren werden zurückerstattet, ein Praktikumszeugnis und. Aber eigentlich war das Tollste ja, dass man was richtig Cooles macht. Ne? Und vor allem coole Leute kennenlernen, genau. Oder? Wir sind immer noch in Kontakt. Und was Cooles lernt, mehr oder weniger, wenn man es halt vorher mit dem Filmen und der Technik noch nicht so hat. Es gibt auch Dinge, die lernt man nie, wie die richtigen Schuhe zu kaufen. Aber Manuel, wir geben nicht auf. Ich bin halt mal, unterm Anzug habe ich andere Schuhe an, wenn ich das beruhigt. Gut, alles klar. Traumhaft. So, meine Damen und Herren, wir sind hier jetzt bei OrgaTV exklusiv. Und wir haben unseren unglaublich berühmten Moderator, haben wir ein paar kleine Szenen zusammengestellt, um seine Karriere, um sein Leben, um sein Wirken mal der Öffentlichkeit preiszugeben, wie es wirklich hinter der Kamera ist. Dann würde ich sagen, schauen wir uns das gemeinsam jetzt an. Hallo, ich bin der Manuel. Ihr guckt OrgaTV. Uns kennenlernten, da war er noch nicht bekannt. Er war ein unbedeutender Moderator. Was viele nicht wissen, wir waren ein Liebespaar. Er hat mir versprochen, dass er mich groß rausbringt. Aber dann hat er mich betrogen. Und entschuldigen Sie bitte, es ist so schwer für mich. Er hat mich betrogen mit irgend so einer aus dem OrgaTV-Studio. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie sie hieß. Scheiler oder so. Er kam einfach zu mir und hat mich verlassen. Ich wünsche ihm alles Gute für seine Zukunft. Er ist wirklich ein toller Moderator. Frau Rosenburger, Sie haben jahrelang neben Manuel moderiert. Wie kennen Sie Manuel? Was können Sie uns etwas über ihn erzählen? Wie haben Sie den Aufstieg miterlebt? Ach ja, Aufstieg. Aufstieg würde ich das nicht nennen. Im Grunde genommen, er hat Talent. Er hat mit Sicherheit Talent. Und natürlich durch meinen Superkollegen und charmanten und etwas dicklichen Co-Moderator Manuel. Aber ohne mich an seiner Seite wäre er heute nichts. Gar nichts. Uns liegt ein brandheißes Interview mit einer Frau A. von K. vor, die aber anonym bleiben müsste. Ach. Die behauptet, sie wäre die langjährige Affäre von Manuel Zimmermann gewesen und wurde dann abserviert, ausgetauscht. Und sie beschuldigt quasi Sie, dass Sie eine Affäre mit Manuel Zimmermann hätten. Ja, davon habe ich schon gehört. Darüber kann ich nur lächeln. Natürlich bleibt es nicht aus, dass wenn man gut aussehend und intelligent ist, dass man dann von seinen Kollegen auch mal, naja, unterschwellig vielleicht mal Avancen gemacht bekommt. Aber
Fräulein A. von K. Also da muss ich den Herrn Zimmermann auch in Schutz nehmen. Die hat sich einfach falsche Hoffnungen gemacht. Da kann man ihr leider nicht helfen. Ich wünsche ihr natürlich, dass sie darüber hinwegkommt. Aber dass ich eine Liaison mit Herrn Zimmermann habe, ist doch absurd. Wie Sie sehen, klickt auch was an meinem Finger. Aber das hat nichts mit Herrn Zimmermann zu tun. Ich schätze ihn sehr als Kollegen. Er ist ein ganz toller Mensch. Wenn er sich auf das Wesentliche konzentriert, kann er es vielleicht auch noch ganz weit bringen in seinem Leben. Ihm liegt ein Angebot von einem großen deutschen Sender vor für eine eigene Show. Der Traum vieler Moderatoren. Wissen Sie schon, ob Sie das Angebot annehmen werden? Eigentlich darf ich darüber mich natürlich nicht äußern, weil ich werde sagen, ja, ich werde es tun. Also die Fans dürfen hoffen. Die Fans dürfen hoffen, mein Gesicht, mich persönlich, noch ganz oft zu sehen. Frau Arbeiter, ich sage einfach Julia. Ja. Du hast ja sehr eng mit Manuel Zimmermann zusammengearbeitet. Was kannst du über die Zusammenarbeit uns so berichten? Ich kenne Manuel schon lange. Wir haben zusammen hier beim Sender angefangen. Wir haben viel voneinander gelernt. Wir haben uns sehr gut verstanden. Ich habe ihm viel beigebracht, zum Beispiel wie man Frauen anpackt. Wir kommen gut miteinander aus und sind gut befreundet. Und ich fände es sehr schade, wenn er jetzt den Sender verlässt, weil er vielleicht ein anderes Angebot von einem anderen Sender annimmt. Was weißt du über die Gerüchte, die über Manuel Zimmermann kursieren? Ich meine, Manuel ist ein junger, gut aussehender Moderator. Und wie man sieht, vom Studio sind immer irgendwelche Fans und Groupies. Und weil er das ein oder andere Angebot mal angenommen hat, das möchte ich nicht verneinen. Was ist dran an den Essgewohnheiten, die man über Manuel so gehört hat? Der scheint ja da ganz merkwürdige, kuriose Dinge manchmal zu sich zu nehmen. Erklärt sich vielleicht deswegen sein etwas zu rundlich gewordener Hintern? Oder wie erklärst du dir das? Darüber kann ich offen sprechen. Manuel hat Gewichtsprobleme und er kämpft immer dagegen an, treibt viel Sport und deshalb geht es auch manchmal mit seinem Gewicht hoch und runter. Seine Leibspeise ist ein Fleischkäsweg mit Gummibärchen. Noch eine letzte Frage, wenn ich die denn so stellen darf. Seine doch sehr talentierte Mitmoderatorin, die er manchmal zu Gast hatte, Scheiler, glaube ich, heißt sie. Ja, genau. Jetzt mal ganz ehrlich unter uns. Das erfährt ja keiner. Ist da wirklich nie etwas gewesen? Nein, zwischen den beiden war wirklich nie was. To help.
Ja. Ich bin echt überwältigt. Also das hat doch schon, finde ich toll. Das sind emotionale Momente. Er war zwar gelogen, aber... Was war denn daran jetzt gelogen? Der Anfang, das mit dem Essen stimmt teilweise. Also Gewichtsprobleme habe ich auch mit dem Abnehmen. Das stimmt. Also wir sollten jetzt... Gummibärchen. Wir sollten jetzt nicht verraten, dass du auf Männer stehst. Das ist egal, das ist egal. Aber lieb von euch war es, dass ihr meine Putzfrau auch noch eingefangen habt. Gummibärchen? Na, danke mal, ne? Manuel, sag uns doch jetzt. Was ich jetzt eben so toll fand, außer diese lustige Geschichte drumherum, die sehr ausgemalt und teilweise erfunden war, man hat nochmal viele, viele schöne Dinge aus der Zeit von OrgaTV gesehen. Das stimmt. Was wir gesehen haben, war dieser Spot-Dreh für Radio Salü, den wir gemacht haben. Der war wirklich... In meinem schönsten Outfit, das ich jemals getragen habe. So stelle ich mir dich auch privat vor. Auch mit Unterhemd? Mit, ja, Schießer, Feinripp, dreckig, unrasiert. Ich bin rasierfaul. Bin ich nicht. Nee. Aber ich gehe manchmal mit Jogginghosen einkaufen und es gibt echt Leute, die sagen, das sei stillos. Nein! Ja. Wie können diese Menschen so etwas unglaublich? Man geht doch nur einkaufen. Ja. Sind das diese aus den 80ern mit diesen vielen Mustern drauf, die man ein bisschen höher zieht auch? Nee, ich hab Stil. Die heutzutage noch die Bodybuilder in Venice Beach tragen, sind das diese? Nee, aber wenn du mir solche Venice Beach Bodybuilder-Hosen besorgen könntest, dann hätte ich was für Fasching. Richtig, Fasching. Ich weiß auch noch nicht. Ich dachte... Keine Kostümidee? Polizistin, aber ist so gelutscht, ne? Ich habe mir heute im Auto beim Autofahren überlegt, ich könnte als Chiara Ohofen gehen. Ich stopfe mich hier so aus. Ja, und was? Halbiere ein Wiener Würstchen, klebe mir die eine Hälfte hier in die Lippe, die andere Hälfte da in die Lippe, ziehe eine Perücke an und ein Kleid halt. Das ist eine gute Idee, ja? Das habe ich mir überlegt. Das ist richtig. Hast du einen Vorschlag? Nein, keine Ahnung. Also du könntest als Schnitzel gehen, aber die letzten 10 Jahre war das ja so, schon, ne, auch ein bisschen... Ich habe mir auch sonst immer nur so 2 Stunden, bevor ich los bin auf Fasching, überlegt, wie kostümiere ich mich halt? Ich auch, und ich muss dir ganz ehrlich sagen, das wären immer die besten Ideen, oder? Warum, was hattest du denn mal so? Ja, was hatte ich denn so? Ich war mal Müllermilch, eine Müllermilchpackung habe ich mir schnell gebastelt, mit original 1% Fett. Das war spaßig. Oder was war es noch? Cowboyhut kriegt man immer überall her. Ne? Ja, aber so auf die Schnelle, weißt du. Ja, da habe ich neulich auch eine gesehen. Die hat sich eine Pistole an die Seite gesteckt, hat irgendwelche Nylon-Dings angezogen und ein Hütchen hinten. Oder? Was sind denn Nylon-Dings? Ach, ist doch mir scheißegal. Gut, ich würde sagen, das sind die perfekten Worte. Aber das Worte. Ist also Cowboy oder Cowgirl, nee, das geht gar nicht. Ja, aber wenn man genau 30 Minuten Zeit hat, ne? Dann überlegt man nicht lange. Ich bin einmal als Verwandlungskünstler gegangen. Ich habe mir 5 verschiedene Kostüme ins Auto gelegt und habe mich alle 1,5 Stunden umgezogen. Das finde ich super. Ganz assig war, als ich dann der Taucher war, habe ich mich echt totgeschwitzt. Du hattest tatsächlich so einen Neoprenanzug an? Ja, zwar einen kurzen, aber da schwitzt man ja auch endlich. Den hatte ich dann an. Aber das da hattest du noch ein anderes Gewicht, nehme ich an. Nee, ich hatte einfach nur einen entsprechend großen Neoprenanzug. Könnt ihr mal aufhören, mich wegen Gewichts zu Disney. Hey Manuel, du bist wunderbar, so wie du bist. Schala hat mich nur beauftragt, die wirklich gut zu vertreten. Von daher habe ich mir viel Farbe ins Gesicht geschmiert und ich gebe mein Bestes. Aber ganz so dunkel bist du nicht. Ja, gucken wir mal gleich, wie du putzt und dann gut. Gucken wir mal. So machen wir das. Wir überlegen noch, wie es am Fasching mit uns weitergeht dann. Richtig. Unser Kostüm. Denn wir sind jetzt leider am Ende der Sendung. Mhm. Leider auch am Ende des Semesters. Vielleicht auch gut so, denn ich habe... Hoffentlich im nächsten Semester dann noch meine Diplomarbeit vor mir. Also du bist nächstes Semester definitiv nicht mehr bei OrgaTV? Weiß ich noch nicht. Aha, da haben wir es. Man hat ja eben im Beitrag gesehen, dass es durchaus andere Sender gibt, die großes Interesse an mir haben. Ich weiß, aber Manuel, 9 Live, Lanotte, ich weiß es nicht, ob das dich wirklich weiterbringt. Live, nee, aber vielleicht die sexy Sportclips auf Live. Dafür nehme ich nämlich jetzt gerade ab. Auf jeden Fall, auch wenn jetzt der Beitrag... da eben nicht ganz wahrheitsgemäß war, fand ich ihn super und ich drücke euch dafür alle später auch noch hinter den Kulissen. Ja, also den meisten Verdienst trägt ja die Julchen. Genau, Julia, ich drücke dich da noch, kommst du nicht drum rum. Und auch mal vielen Dank noch generell an Julia und die anderen, die das ganze Semester jetzt immer die Technik gemacht haben, war immer mal jemand vom Lehrstuhl. Danke sowieso ans ganze Team, Uwe, Caro, Felix und der Rest der
Rasselbande, kann man sagen. Ich werde ganz, ganz wehleidig. Ja, jetzt merke ich wieder, wir werden wieder melancholisch, ja, weil es uns so schön gefallen hat. Suchen wir für nächstes Semester ein Orga-TV-Team. Das heißt, ihr könnt euch alle dafür jetzt bewerben beim Lehrstuhl. Infos findet ihr auch im Internet unter www.orga.tv. Warum ihr euch bewerben sollt, was das Tolle ist an Orga-TV, das seht ihr jetzt nochmal zum Abschluss unserer Sendung in einem Clip. Alex und ich, wir sagen Tschüss. Alex, vielen Dank, dass du heute da warst. Gerne. Und ich hoffe, wir sehen uns alle im nächsten Semester wieder. Bis dann. Herzlich willkommen bei Orga-TV. Wir suchen das Team für 2009. Jetzt bekommst du deine Chance. Lebe deine Kreativität aus und mache echtes Fernsehen. Alles ist möglich. Zeige uns dein Talent und sei Teil des Orga-TV-Teams. Die Zeit ist reif für neue Helden. Und außerdem ein Urlaubssemester. Bewirb dich jetzt online auf www.orgatv.de.